Gut, das ging über ganz viele Jahre. Man muss sich als Flughafen vorstellen, man muss zeigen, in welchem Einzugsgebiet man ist. Und dann haben wir gewisse Vorschläge für Ziele, wo wir denken, dass die Nachfrage ist. Und natürlich die Fluggesellschaft hat ja auch ihre Erfahrung, gerade weil es ja in Osteuropa sehr stark ist, wo Nachfrage ist für Verkehre hier in den badischen Raum. Und dann gibt es natürlich längere Verhandlungen, auch über Qualität der Abfertigung, über Preise. Und nach so gut 5 Jahren haben wir dann das Ziel erreicht, dass heute der Erstflug da ist. Das Wizz Air so an diese Region her glaubt, sieht man, dass sie nicht mit einer Destination, sondern mit drei Destinationen anfangen und die gleich zweimal wöchentlich bedienen. Also das ist ja ein großer Vertrauensbeweis. Aber auch denke ich, dass die Recherchen ergeben haben, dass unsere Zahlen und deren Zahlen zumindest in Teilen gut übereinstimmen. Die ersten Flüge sind sehr gut gebucht. Sie konnten es heute ja selbst live miterleben, dass rund 150 Menschen aus Budapest gekommen sind und rund 150 auch gleich wieder abfliegen. Das ist eine Auslastung von rund 80% auf diesem Flugzeug, einer A320. Und das ist natürlich für einen Erstflug super, weil man muss mal denken, so eine Linie muss ja auch ein Stück bekannt werden. Und dass das in so kurzer Zeit so gut gelungen ist, das ist schon für uns auch der Nachweis, dass wir hier mit dem richtigen Partner und den richtigen Flugzielen unterwegs sind. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Jetzt gerade Budapest ist auch für die Industrie hier wichtig. Ich erinnere daran, dass das Mercedes-Werk in Rastatt ja ein Tochterwerk in Kecskemét betreut, dass da ein reger Austausch stattfindet an Mitarbeitern und dass das dafür wichtig ist. Budapest ist aber auch hier für die Region eine interessante touristische Destination. Die beiden anderen Ziele, Belgrad, Tiergo-Mureș, können wir noch nicht so gut einschätzen. Da gehen wir davon aus, dass es mehr eine Incoming-Strecke für die Region aus diesen Ländern ist. Also in einem ganzen Betriebsjahr mit 12 Monaten erwarten wir auf diesen drei Strecken, das sind 6 Flüge pro Woche, rund 100.000 Passagiere. Dieses Jahr, wir fangen jetzt Ende März mit den Flügen an. Also der 11. März hier Budapest war etwas vorgezogen, die anderen beginnen ab 26. und 28. März. Und von daher rechnen wir also in diesem Jahr dann so irgendwo mit 65.000 bis 70.000 Passagieren. Nach unserem Lieblingsziel Wien ist die Nachfrage ungebrochen und wir suchen, auch auf der ITB haben wir intensiv gesucht, immer noch eine Airline, die das fliegen will. Ich wollte mal sagen, die Gespräche waren nicht ganz schlecht, aber es ist noch ganz weit vom Zieldurchlauf entfernt. Dass wir dieses Jahr über 1,1 Millionen Passagiere kommen und im nächsten Jahr über 1,2 Millionen Passagiere. Weil wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Wir wollen einerseits die Angebote für die Region machen, in den Flugzielen, wie wir eben besprochen haben. Aber wir müssen damit auch so viel Geld verdienen, dass wir unsere Ersatzinvestitionen, wie zum Beispiel einen Bus oder ein Feuerwehrfahrzeug, selbst bezahlen können. Und von da ist die Gesamtpassagierzahl sehr wichtig.